Okay, sind bereit. Oh, Mr. Science, du verlierst aber ganz schön schlappen. Das schaffst du schon. Also, Tischtennis ist ja schon eng von den sehr Sportarten. Überhaupt, mit die heutigen Übung ist wirklich nach extrem krass Richtung Reaktionszeit. An meinem Experiment von heute gucke ich, wie sehr ich überhaupt reagieren kann und wie ich seine Reaktionszeit verbessern kann. Sarah, kriegst du das dahin? Ich weiß nicht, wie das geht. Okay. Von extrem natürlich. Also Sarah hat als Profi-Tischtennisspielerin zu Saint-Quentin in Frankreich, das ist ein von den vier besten Clips aus Europa. Aber für das mal verstehen, was hier passiert, brauchen wir Bilder von den Highspeed-Kamera. Es kommen 2 bis 3 Bälle an der Sekunde geflogen. Am Tisch, dem Moment, wo der Ball fortfliegt, an dem Retour, vergehen gerade mal 300 Millisekunden. An der kurzen Zeit muss dann der Ball nicht mehr gesehen. Aber, und das ist sehr komplex, das Gehirn muss auch interpretieren, wie er flieht, an die richtige Information und die verschiedenen Muskeln weiterleiten, für dass der Ball nicht mehr berührt wird, sondern auch nach unten um den Schlag. So, Sarah, du hast ja aber noch Sput nur, oder? Du hast vielleicht noch ein bisschen Sput nur, aber das ist schon eine Übung, die geht mehr sicher wie an einem Ballwissel von einem normalen Match. Ja, für so eine Übung zu können, brauchen nicht mehr viel Training und das auch nicht die Reaktionszeit auf den Ball, den ihr gesagt lang, ob der ihr auch könnt. Wir sind auch noch ein halbwohl gereicher, ob der reagiert. Und das ist natürlich viel Erfahrung dabei, dass ihr wisst, wie der Ball kann fliegen. So, schon noch eine andere Übung, die können wir probieren. Die ist vielleicht ein bisschen mehr fair für mich. Da können wir auch die Reaktionszeit testen. Komm mal. Ja, mit dieser Übung lässt sich die Reaktionsgeschwindigkeit lang auf visuell reizen müssen. Und du musst dann so sehr wie möglich Luten ausdrücken. Ja, ich kann die Übung. Und das ist bestimmt schiss, das geht nicht verlieren. Ja, für mich schon, aber hier noch einen kleinen Vierteil durch den Altersunterschied. Gut, kann probieren. Da sind wir schwarz auf weiß. Und du musst effektiv über die ganze Dauer immer mit sehr gewischt werden. Und am Morgen sind es sogar 60 Millisekunden. Und dabei wünsche ich mein Bestes gehen. Tja, du gesagt einfach, dass du keine Chance gegen mich hast. Aber gebe ich gerne ein Match gegen dich, okay? Okay. Okay, aber ich gehe dich halt abwärmen und ich gehe halt bei Forscher und die gibt mir vielleicht ein paar gute Tipps, wie ich könnte dich gewonnen kann. Viel Glück. Oh, ob der Forscher dir da wirklich helfen kann? So, Torben, also du hast die Reaktionsvitesse von nicht Sportler wie mir mit Sportler wie dem Sarah verglacht und du hast dabei so mit dieser Bootkappe so hier Gehirnschreiben gemacht. Genau. Wenn wir Reaktionszeiten vergleichen wollen und wissen warum jemand schneller oder langsamer ist, müssen wir ins Gehirn gucken. Aha. Und genau das können wir mit dieser Kappe tun. Das heißt, über diese insgesamt 64 Positionen können wir schauen, was im Gehirn passiert und können eben sehen, wo die Unterschiede liegen zwischen den Athleten und den Nichtathleten. Okay, cool. Aber was tut er dann durch Festgestalte? Genau, dazu können wir uns einmal die Daten anschauen. Das heißt, wir sehen hier die Gehirnaktivität einmal von den Athleten in schwarz und von den Nichtathleten in rot. Okay. Hier, das ist Zeitpunkt 0, das heißt, da ist sozusagen, wo das Licht angeht. Dann sehen wir, dass ungefähr 100 Millisekunden nichts passiert. Und dann haben wir hier einen ersten Peak. Dieser Peak ist zwischen den Athleten und Nichtathleten nahezu identisch. Das heißt, die erste Wahrnehmung, dass da etwas ist in der Umgebung, ist eigentlich gleich. Das, was sich unterscheidet, ist dann der zweite Peak. Wenn wir nach hier hingehen. Wir sehen, dass der bei Athleten deutlich früher auftritt als bei den Nichtathleten. Ja, das heißt, in der Valo ist 15 Millisekunden, ne?
Das sind 15 Millisekunden, aber im Tischtennis sind 15 Millisekunden natürlich sehr, sehr viel, weil der Ball sehr schnell ist. Das heißt, wenn ich mir überlege, ich habe den Ball, 15 Millisekunden, habe ich ungefähr diese Distanz. Ja, krass, das ist, Sarah, als hat über den halben Meter mehr Zeit, wird eigentlich zu reagieren. Aber was kann ich dann machen, um seine Reaktionszeit zu verbessern? Ich habe schon gelesen, dass eine deutsche Sportlerin, du eine Batterie legst, zum Beispiel, für das zu aktivieren, hilft das? Ja, da sollen wir vielleicht erstmal mal warten, bis es dazu ein paar mehr Daten gibt. Mhm. Allerdings haben wir vor kurzem eine Studie abgeschlossen mit sogenannten stroboskopischen Brillen, um die Reaktionsgeschwindigkeit zu beschleunigen. Ich gebe dir die einfach mal, dann kannst du die einmal aufsetzen. Ja. Ui, okay, okay, krass. Genau, mit diesen Brillen siehst du erstmal 30% cooler aus. Und der Effekt der Brille ist, dass wir dem Gehirn Informationen entziehen. Das heißt, diese Brille geht immer auf und zu. Manchmal siehst du was und manchmal siehst du nichts. Aha. Und dadurch lernt dein Gehirn, die Informationen effektiver wahrzunehmen, schneller zu verarbeiten. Und dadurch kannst du auch deine Reaktionsgeschwindigkeit verbessern. Aber vorsichtig, das passiert nicht sofort, sondern du musst damit ein bisschen trainieren. Das heißt, ein paar Wochen Training brauchst du schon. Okay, ja, wir haben schon aber keine Zeit für zu trainieren, weil Sarah, der fährt nämlich schon. Dann hoffentlich nur einfach, dass die Batterie halt mich aktiviert. Voilà, darf ich dir halt lehnen, weil die kriegt dann Sarah. Sehr gerne. Merci. Voilà, hi, den Heiner so für dich. Und du willst fudeln. So kriege ich die Reaktionszeit wenigstens ein bisschen ruf gesagt. Auf Fleisch habe ich schon eine kleine Chance. Ginter. Du bist nur noch auf Maximum gesagt. Das ist unfair. Ich hab Spieler. Ja, so hast du, Mr. Science. Hier schafft man allen Trigger. Oh, schon ist nur genug, das ist nicht fair. Ah, ich meine, wer den gesehen hat, als dass man in einer gewissen Kondition quasi selbst gut spielt. Hey!